Unser nächster Referent hat mehrere Hüte auf, Dr. Jürgen Gross. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, aber auch Leiter des Fachgebiets Chemische Ökologie am Institut für den Pflanzenschutz im Obst- und Weinbau am Julius-Kühn-Institut. Und auch das klingt wieder spannend widersprüchlich, fand ich. Chemische Ökologie für die Landwirtschaft. Intelligente Störung. Wie können wir dort intelligent stören? Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag, Herr Dr. Gross. Ja, herzlichen Dank, Frau Teuscher. Ja, ich habe den Vortrag intelligente Störung genannt. Warum, werde ich Ihnen noch erklären. Und wahrscheinlich haben schon einige ein Problem mit dem Begriff chemische Ökologie. Ich höre immer wieder mal, wenn ich gerade vor Ökoverbänden oder so mal einen Vortrag halte, dann sagen die Leute, wie jetzt, ökologisch oder chemisch, was soll denn chemische Ökologie sein? Chemische Ökologie ist einfach die Wissenschaft von den Botenstoffen, die sogenannten Infochemikalien, die transportieren Informationen. Und die bekanntesten Beispiele sind zum Beispiel Pheromone. Da komme ich aber im weiteren Verlauf noch drauf. Ich komme ja vom Julius-Kühn-Institut. In dieser Eigenschaft halte ich jetzt diesen Vortrag. Wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft, zwischen Forschung und Gesellschaft. Und natürlich, was ist der Auftrag der Landwirtschaft, die stetig wachsende Weltbevölkerung zu ernähren? Und wenn man einen Landwirt fragt, vor 50 Jahren oder auch heute, wie kann man die Welternährung sichern, dann heißt es erstmal natürlich, wir müssen Pflanzenschutzmittel einsetzen, dann erhöhen wir die Erträge. Und das Bild hier steht mal exemplarisch dafür, eine Werbung aus den 50er Jahren für DDT. Wir wissen, dass DDT heute keine Rolle mehr spielt, Frau Walter hat es ja gestern auch erwähnt, aber wir haben andere breit wirksame Pflanzenschutzmittel, wie zum Beispiel die Neonicotinoide, die zu Recht seit langem in der Diskussion sind, oder auch Glyphosat. Und die machen durchaus Probleme. Probleme sind Resistenzen. Gerade breit wirksame Pflanzenschutzmittel können Resistenzen verursachen. Die Neonics, wir wissen es, die Tiere werden resistent. Und auch bei Glyphosat haben wir natürlich in dem Fall kein Insektizid, sondern ein Herbizid, auch resistente sogenannte Unkräuter. Außerdem können Rückstände in der Umwelt entstehen oder auch in unseren Nahrungsmitteln. Auch das ist natürlich nicht wünschenswert und ganz aktuell in der Diskussion und ja auch zu Recht heute großes Thema, die Anzahl sowohl an Biomasse als auch an Artenzahlen von Insekten wird dadurch auf jeden Fall beeinträchtigt. Was machen wir jetzt in meiner Arbeitsgruppe als Möglichkeiten, da Alternativen zu entwickeln? Wir entwickeln selektiv wirksame, auf der Basis von solchen Botenstoffen, von Infochemikalien, Wirkstoffe, die außerdem noch in Kombination mit innovativen Strategien für eine nachhaltige und umweltverträgliche Landwirtschaft dienen sollen. Wie sieht das aus? Diese sogenannten Infochemikalien, die bekanntesten, wie gesagt, sind Pheromone. Verwirrmethoden mit Pheromonen kennen vielleicht viele. Man synthetisiert Sexualpheromone von Schmetterlingen. Die Weibchen geben diese Pheromone ab, um Menschen anzulocken, synthetisiert sie und bringt sie in solchen Dispensern aus. Hier sehen Sie einen, oder auch das hier ist so ein Spaghetti-Dispenser. Und diese Pheromone sorgen jetzt dafür, dass überall in der Anbaufläche, zum Beispiel im Weinberg, nun Pheromonquellen sind. Die Menschen suchen nach den Weibchen. Finden sie nicht mehr, weil überall ist Pheromon, sind sozusagen verwirrt, deswegen der Name Verwirrmethode, haben viel Herzen in den Augen, geben all ihre Kraft, um sie zu finden, aber sterben, ohne ein Weibchen befruchtet zu haben. Die Eier werden nicht befruchtet, die nächste Generation fällt aus. Eine super wirksame Methode im Weinbau, heutzutage auf über 60% der Fläche in Deutschland angewandt, auch in den Nachbarstaaten. Ich war gerade gestern in Geisenheim. In Rheinland-Pfalz wird bereits auf 94% der Fläche werden diese Verwirrmethode angewandt. Nun ist sie gar nicht von uns, ist schon vor meiner Zeit entwickelt worden, aber natürlich forschen wir daran. Momentan sind wir daran, mit dem neuen Forschungsprojekt diese Methode fit für den Klimawandel zu machen, weil erhöhte CO2-Konzentrationen beeinflussen auch solche chemischen Systeme, Ozongehalte in der Luft, die höher sind, sorgen für Abbauraten der Pheromone. Also da gibt es sehr viel Forschungsbedarf, man weiß fast noch nichts und da sind wir eben auch mit dran. Andere Variante ist, andere Infochemikalien einzusetzen, die jetzt nicht artspezifisch sind, also Pheromone wirken immer innerhalb einer Art, sondern wir nutzen zum Beispiel Duftstoffe, die von Pflanzen produziert werden, die von anderen Insekten produziert werden und konstruieren oder entwickeln daraus Attraktantien,
die man zum Beispiel in Lockschwerfallen einsetzen kann. Und als dritte Gruppe entwickeln wir auch Repellentstoffe. Bekannt sind Repellentstoffe eigentlich nur in dem Bereich, dass es Repellentstoffe gegen Moskitos eben gibt, Autan, Antibrumm, wie sie alle heißen, durchaus wirksame Mittel. Aber in der Landwirtschaft werden keine Repellentstoffe bisher eingesetzt. Das wollen wir ändern. Wie gehen wir vor? Als erstes betreiben wir Grundlagenforschung. Wir studieren ein bestimmtes Schädling-Kulturpflanzesystem und finden heraus, wie die Interaktion funktioniert. Das heißt, auf welche Duftstoffe reagiert zum Beispiel ein Schädling, um seine Futterpflanze überhaupt zu erkennen. Warum geht der Apfelwickler eben auf den Apfel? Warum geht der Traubenwickler auf die Rebe? Diese Stoffe, wir haben große chemische Analytik eben, die werden gesammelt, werden analysiert, chemisch charakterisiert. Und dann müssen wir sie natürlich im Biotest testen und wir versuchen dann Mischungen oder Einzelkomponenten zu finden, die attraktive oder repellente Wirkungen haben. Und wenn wir diese Systeme verstanden haben, wie sie funktionieren, dann versuchen wir sie intelligent zu stören. Und das machen wir, indem wir diese Duftstoffe eben freisetzen, zum Beispiel mit verschiedenen Dispensern. Das Problem ist, diese Infochemikalien sind oft chemisch sehr unterschiedlich. Das heißt, wir müssen auch entsprechend angepasste Dispenser entwickeln, um verschiedene Duftstoffe oder auch Mischungen abgeben zu können. Wir entwickeln dann ebenfalls Lockstofffallen, die auch auf bestimmte Schädlinge angepasst werden müssen. Es ist nicht so, dass jedes Insekt in die gleiche Falle fliegt. Das ist sowieso sehr unterschätzt. Also man muss da auch sehr viel Zeit investieren und zusammen mit unseren Partnern und Geldgebern auch da die passenden Fallen zu entwickeln. Und wir entwickeln ein bisschen komplexere Strategien, sogenannte Push-and-Pull-Strategien. Push heißt ja drücken, Pull heißt ziehen. Wie muss man sich so eine Strategie vorstellen? Wir bringen Repellentstoffe in Anlagen aus, auch mit Hilfe bestimmter Dispenser und vergrämen damit die Insekten in der Anlage. Das heißt, wir bringen einfach Stoffe auf, die sie nicht mögen und das führt dazu, dass sie die Anlagen verlassen. Das ist ja schon mal wunderbar, ist ja für den Anbauer das Ziel ja eigentlich schon erreicht, wenn es denn funktioniert. Aber was machen die natürlich? Sie fliegen dann zum Nachbarn und machen da den Schaden. Gut, wäre jetzt vielleicht vom Unternehmensberichten her sogar akzeptabel, aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Deswegen haben wir noch die Pull-Komponente und wir platzieren dann eben spezifische Fallen, die die Insekten nun anlocken, mit dem Ziel, dass die Insekten dort in den Fallen abgefangen werden und auch dem Nachbar keinen Schaden zufügen. Da laufen gerade jetzt aktuell bei uns auf dem Versuchsfeld, wir haben über 20 Hektar Versuchsfeld im Obst- und Weinbau um unser Institut herum, aber auch bei Landwirten, die bei uns mitmachen, testen wir solche Strategien und die Falle, die Sie hier links sehen, das haben wir in Zusammenarbeit mit Insect Services aus Berlin entwickelt, ein kleines KMU. Die Falle wurde letztes Jahr zum Patent angemeldet, wird wahrscheinlich nächstes Jahr im Verkauf sein. Das ist eine Monitoring-Falle, die eine Duftstoffkomponente hat. Und auch noch in dem Fall eine visuelle Komponente. Gelb ist aber nicht schön, weil Gelb viele Bestäuber anlockt. Dieses Jahr sind wir mit roter Farbe unterwegs, weil unser Zielorganismus in dem Falle bestimmte Blattsauger, die bestimmte Pflanzenkrankheiten übertragen, Apfeltriebsucht, Birnenverfall und Steinobstvergilbung, offenbar auf die Farbe Rot sehr stark ansprechen. Und dadurch können wir die chemische Komponente mit der visuellen noch verstärken. Aber wir haben auch andere interessante Leute ins Boot holen können. Die Firma Edding zum Beispiel finanziert uns jetzt Hunderte bis Tausende von Stiften, weil wir festgestellt haben, dass sich diese Edding-Stifte ganz hervorragend zur Abgabe von Repellentstoffen eignen. Und die geben uns jetzt die Leerstifte, wir füllen unsere Mischungen hinein und das läuft sehr kontrolliert aus diesen Stiften. Also das ist gerade unser bester Repellent-Dispenser, den wir haben. Aber wir hören auch nicht auf. Ich habe eine Kooperation mit dem Professor Patel. Ich glaube, der war letztes Jahr auch hier auf dem Tag der Insekten. Den werde ich nachher auch noch besuchen. Und wir haben ein großes Projekt, haben wir 1 Million Fördergelder dafür bekommen, wo wir eben diese Push-Impuls-Strategien nur mit mikroverkapselten Duftstoffen machen wollen. Also ein bisschen weg von Fallen und Dispensern. Das ist immer teuer und sperrig. Wir versuchen auch mal andere Wege zu gehen. Das Prinzip ist dasselbe. Repellentstoffe werden in so Alginatkapseln, die biologisch abbaubar sind, ausgebracht. Hier meine Doktorandin demonstriert das hier mit so einem kleinen Applikator, ein bisschen wie so ein Laubsauger funktioniert, werden auf die Pflanzen gesprüht
und damit eben auch die Tiere aus den Anlagen vergrämt. Und dann entwickeln wir gerade solche Attract-and-Kill-Kapseln, wo ein attraktiver Stoff drin ist. Und die Kill-Komponente ist ein insektenpathogener Pilz. Da haben wir gerade einen identifiziert, der hochspezifisch auf diese Tiere wirkt, sodass wir auch hier ohne Insektizide auskommen. Das sind alles Strategien, die erreichen, dass eben außer dem Zielorganismus, den man in der Landwirtschaft natürlich in irgendeiner Form beikommen muss, aber alle anderen Arten schont. Und das ist also, denke ich, ganz interessanter Ansatz. Mein letztes Beispiel ist noch eine Monitoring-Methode. Ich habe ja gesagt, Traubenwickler wird in Deutschland auf 60% der Fläche etwa mit der Verwirrungsmethode in Schach gehalten. Da bleiben 40% übrig und das sind meistens Steillagen, kleinparzellierte Flächen. Da kann man diese Methode nicht vernünftig einsetzen, weil man zu viele Randeffekte hat oder die Windverhältnisse schlecht sind. Da werden weiterhin viel Insektizide eingesetzt, das wollen wir ändern. Das Problem ist, die Traubenwickler sind ja kleine Motten, die sehr kleine grüne Eier auf die Reben legen. Diese Eier sieht man nicht. Das heißt, der Landwirt weiß, irgendwann ist so der Mottenflug angesagt, da werden die Eier legen, dann werden die meine Reben schädigen, dann spritze ich jetzt. Und das ist ein Problem. Und wir haben jetzt ein Monitoring-System entwickelt, das ist so ein Eiablagekärtchen, haben wir mit der Firma Anovatec, auch ein kleines KMU zusammen, in der Pipeline, das ist aber bisher nur auf dem Prototyp-Stadium. Diese Karte gibt bestimmte Duftstoffe ab, hat eine bestimmte Oberfläche, eine bestimmte Farbe und dient sozusagen als überoptimales Eiablagesubstrat. Das heißt, die Schmetterlinge legen einen gewissen Prozentsatz ihrer Eier dahin. Damit kann man die nicht bekämpfen, dafür sind es zu viele und zu viele Eier, aber man kann sie monitorieren. Und eben auch zusammen mit einer Bielefelder, nämlich mit dem Professor Matthias König vom Fachbereich Informatik, haben wir eine Smartphone-App parallel dazu entwickelt, sodass der Winzer jetzt einfach diese Karten im Weinberg aufhängt und nach einiger Zeit mit dem Smartphone durchgeht, macht Fotos. Diese App speichert Zeit, Datum und Position und zählt praktischerweise die Eier, sogar mit einer sehr hohen Treffgenauigkeit, kann die mittlerweile die Eier von Vogelkot und so weiter unterscheiden. Und dann ermittelt sie, ist eine Schadschwelle überschritten, muss überhaupt bekämpft werden und wenn bekämpft werden, wann und mit welchem Mittel. Das ist allerdings noch in der Entwicklung. Ich hoffe, dass wir sie in den nächsten 3 Jahren vielleicht auf den Weg bringen können. So viel für heute als Impuls. Ich habe natürlich, mache das nicht alleine, sondern mit ganz vielen Studenten, Mitarbeitern, Gärtnern und so weiter, mit Partnern und Geldgebern. Bei all denen bedanke ich mich und bei Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Gross. Spannende Einblicke und ja, auch ganz neue Ideen wieder für Kooperationen. Wer ist auf Sie zugekommen, Edding, oder Sie auf die? Oder das war ein Zufall einfach dann? Ja, wir sind auf Edding zugegangen, weil wir haben einfach mal überlegt, wir arbeiten, wir haben ja gesehen, ganz so viele verschiedene Flächen und Membranen und Dochte. Und dann hat irgendeine meiner Mitarbeiterinnen mal gesagt, so ein Edding wäre auch nicht schlecht. Und dann haben wir einfach mal einen Brief hingeschrieben und dann haben wir uns die ersten Stifte geschickt. Und jetzt haben wir richtige Feldversuche, wo das läuft. Spannend. Und die finden das auch toll, so dass sie eben auch mal sowas unterstützen können mit ihren Stiften. Wo man immer wieder über die Tellerränder hinausschauen kann. Ganz, ganz spannend. Herzlichen Dank, Herr Dr. Gross. Bitte schön.